Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zum vermutlich meistgewünschtesten Video, das ich jemals hier für meinen Kanal gedreht habe. Und zwar geht es heute um das, was ihr sonst immer im Hintergrund meiner Videos seht, nämlich um mein Bücherregal. Das hier ist meine Bookshelf-Tour. Ihr habt so oft danach gefragt, dass ich euch meine Regale zeige, dass ich darüber rede, wie sie sortiert sind und so weiter und so fort. Und ich habe mich immer ein bisschen dagegen gewehrt und das immer weiter aufgeschoben, weil es einfach so viel Zeit kostet, euch diese ganzen Bücher alle hier zu zeigen. Außerdem bin ich selbst gar nicht so ein Fan von diesen Videos, aber ich habe jetzt einfach versucht, dieses Video hier so zu gestalten, wie ich es gerne selbst sehen würde im Endeffekt. Und deswegen werde ich nicht jedes einzelne Buch rausnehmen, das ich in meinem Regal drin habe und darüber reden, aber euch die verschiedenen Regalbretter zeigen und einfach mal durchführen, was da alles so drin zu sehen ist. Also, kommen wir mal zur Sache. Mein Bücherregal und ich, wir haben ja auch so ein bisschen so eine Hassliebe, ne? Das liegt vor allen Dingen an der Sortierung. Ich sortiere meine Bücherregale nach mehreren Faktoren. Zum einen nach Genre, zum anderen nach Autor natürlich, zum anderen nach Reihen. Also die müssen auf jeden Fall nebeneinander stehen und auch in der richtigen Reihenfolge, sonst werde ich absolut kirre. Dementsprechend wäre auch ein Rainbow Bookshelf, der also nach Farben sortiert ist, absolut nichts für mich. Und ich möchte auch, dass Taschenbücher zum Beispiel neben Taschenbüchern stehen und gebundene Bücher neben gebundenen Büchern und dass in einem Regalbrett immer alles irgendwie gleichmäßig aussieht. Diese ganzen Sortierungen und Faktoren aber unter einen Hut zu bringen, da kriege ich regelmäßig einen Rappel und das führt auch dazu, dass ich regelmäßig mein Bücherregal wieder umsortiere, weil ich halt auch häufig Bücher aussortiere, sehr häufig neue Bücher hinzukommen, aber auch wenn ich Stress habe oder wütend bin, dann entspannt es mich ungemein, mein Bücherregal neu zu sortieren und vielleicht sollte ich deswegen mal einen Psychologen aufsuchen. Aber ich würde sagen, nach diesem ganzen Vorgeplänkel gehen wir mal direkt in die Bücherregale rein. Ich zeige euch, wie das Ganze sortiert ist und ja, ihr könnt einfach euch jedes einzelne Regal angucken und ein bisschen stöbern im besten Falle. Mein Bücherregal ist mittlerweile so groß, dass ich es mit keinem Objektiv und mit keiner Kameraeinstellung ganz rauf bekomme. Deswegen muss ich das hier einfach einmal so schwenken und euch so ein paar Impressionen zeigen. Dann bekommt ihr am besten ein Gefühl dafür, wie dieses Bücherregal quasi in seiner ganzen Größe aussieht. Ich habe das große Glück, in meiner Wohnung relativ hohe Decken zu haben und deswegen habe ich auf den normalen Billigregalen noch zwei Aufsätze, also quasi zwei weitere Regale sozusagen obendrauf. Das gibt euch vielleicht auch die Möglichkeit, irgendwie die Dimension von diesem Regal zu erahnen, weil im Endeffekt nur bis hier die normale Größe der Billigregale ist und das, was obendrauf ist, einfach nochmal dazu gekauft und on top ist. Außerdem habe ich zusätzliche Regalbretter drin, einfach damit ich den Platz optimal nutzen kann, damit ich mehr Regalböden habe und auch einfach mehr Bücher unterbringen kann. Ich glaube, ohne diese Regalböden würde hier alles aus komplett allen Nähten platzen und so schaffe ich es gerade so, aber wirklich gerade so, alle meine Bücher unterzubringen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich drüber. Zu der generellen, ganz, ganz groben Sortierung meines Regals lässt sich eigentlich sagen, dass das linke Regalbrett hier vor allen Dingen Jugendbücher sind, wo es dann unten so ein bisschen in so eine kluge Ecke, sag ich mal, geht, wo auch Science-Fiction- und Fantasy-Jugendbücher so stehen. Das mittlere Regal sind dann hauptsächlich Romane und ja, so ein bisschen Spannungsliteratur dann weiter unten, aber auch Fantasy. Und das rechte Regal ist dann im Endeffekt komplett Thriller, Horror, Stephen King, Fitzek, so diese ganze Ecke. Das ist aber auch wirklich nur die ganz, ganz grobe Sortierung. Also das werdet ihr gleich noch sehen, wenn wir in die Regalbretter einzeln hineingehen, dass das nicht immer so funktioniert, wie ich es haben möchte. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach in jedes einzelne Regalbrett hineinschauen und einfach immer reinzoomen und gucken, was sich wo befindet. So, hier ganz oben auf meinem Regal habe ich so ein bisschen versucht, den Platz zu nutzen, um so ein paar schöne Bücher im weitesten Sinne aufzustellen. Also welche, die illustriert sind oder die irgendwie
ein großes Format haben und dementsprechend stehen die hier oben drauf. Und da wir hier links dieses Jugendbuchregal haben, steht hier die unendliche Geschichte und eine signierte Ausgabe von Iron Gold, dem vierten Band der Red Rising Reihe, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, dass ich diese in meinem Besitz habe. Und ja, das sind so ein bisschen nostalgische Bücher irgendwie. Und da hier die Jugendbücher sozusagen regieren auf der linken Seite, stehen diese beiden Bücher da oben. So, wir beginnen hier ganz oben in meinem Jugendbuchregal, wo hauptsächlich hohe englische Hardcover stehen, aber auch so ein paar Bücher, die da halt zupassen und die im weitesten Sinne auch diesem Genre quasi zuzuordnen sind. Das ist zum einen zum Beispiel Die Spiegelstadt von Justin Cronin, was ja der dritte Teil der die Übergang-Reihe ist, der jetzt hier einfach steht, weil ich die anderen beiden Teile als Taschenbuch habe und ja, da einfach noch Platz war für so ein großes Hardcover im Endeffekt. Habe ich aber auch noch nicht gelesen. Dann Infinitum von Christopher Paolini, ein sehr geiles Buch. Dann so ein paar Jugendbücher von Hilary Duff, die auch eigentlich tatsächlich ganz solide sind. Dann ist hier mal so ein historischer Roman, der eigentlich gar nicht so richtig reinpasst. So eine Special-Ausgabe von Twilight, dann das Buch von Christine Riccio, die ja auch eine amerikanische Booktuberin ist. Hier haben wir dann zum Beispiel die Mara Dyer-Reihe, die ich sehr feier. Englische Ausgaben von The Hunger Games und... ja, das läutet so ein bisschen mein Jugendbuchregal ein und tatsächlich, ich halte hier gerade ein Stativ hoch und meine Arme werden lahm, aber anders kann ich euch das leider gerade nicht zeigen. Also die Regalbretter weiter unten werden vielleicht ein bisschen entspannter, wenn ich sie euch zeige. Und da gehen wir doch direkt mal weiter nach unten und hier haben wir weitere Jugendbücher und zwar allesamt Hardcover. Es fängt an mit ein paar ungelesenen Büchern, wie zum Beispiel Wonder Woman und Rubinrot. Dann haben wir Die Macht des Schmetterlings und Der Tod des Schmetterlings. Ganz nette Bücher für zwischendurch. Ach, Das sternenlose Meer von Erin Morgenstern. Eines meiner absoluten Highlights von 2020. Einfach ein ganz, ganz magisches Buch. Das muss man einfach so sagen. Dann hier ein Subbuch, Sturz in die Zeit. Das Juwel, auch dieses Jahr gelesen und so mittelmäßig befunden. Dann haben wir hier This is Where It Ends noch nicht gelesen. Turtles All the Way Down, der neueste John Green. Das ist ein ganz gutes Buch. Dear Evan Hansen, liebe ich. Ist ja eine Broadway-Adaption sozusagen. Das Musical ist der absolute Hammer. Dann Flawed und Perfect von Cecilia Ahern, beides noch nicht gelesen. Und dann haben wir zum einen die Fünfte Welle-Trilogie, die ich ja großartig finde, wo ich auch finde, dass es durchaus einen vierten Teil geben könnte. Dann haben wir die komplette Die Tribute von Panem-Reihe auf Deutsch mit dem neuen vierten Band, der ja dieses Jahr rausgekommen ist. Und dann liegt hier sogar noch so ein kleiner Mockingjay, den ich mal von Steffi von Lady of the Books geschenkt bekommen habe. Ja, hier fehlt auf jeden Fall für meine Verhältnisse ein Katniss Everdeen Funko, aber der ist irgendwie schwer zu kriegen. Hier haben wir wieder Hardcover und auch Jugendbücher halt. These Broken Stars, die komplette Trilogie, wovon ich die ersten zwei Teile gelesen habe und auch ganz gut finde. Dann Twilight, alle vier Bände, davon kann man halten, was man will. Ich finde die Bücher nach wie vor eigentlich ganz gut. Den neuen Band sozusagen aus Edwards Sicht habe ich schon aussortiert, deswegen steht er hier gar nicht mehr, weil der so schrecklich war. Dann haben wir die komplette Red Queen Reihe von Victoria Aveyard, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Das ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Schatz in meinem Regal. Deswegen, ich liebe diese Reihe und habe sie deswegen auf beiden Sprachen hier und freue mich einfach auf alles, was Victoria Aveyard noch so schreibt. Ich habe mit ihr mal ein Interview geführt, das könnt ihr hier oben gucken, das verlinke ich gerne nochmal. Und ja, das sind so ein bisschen die deutschen Hardcover-Jugendbücher, könnte man sagen. Hier unten geht es dann so ein bisschen weiter mit Taschenbüchern. Zum einen ein paar Teile von der Mortal Instruments-Reihe von Cassandra Clare. Da habe ich die ersten zwei gelesen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, warum City of Bones hier nicht steht. Ich glaube, das habe ich irgendwie auf Deutsch gehabt und habe es dann aussortiert.
Naja, von Sarah J. Maas, die A Court of Thorns and Roses Reihe, die finde ich ja so mittelmäßig. Ich fand den ersten ganz okay, den zweiten habe ich abgebrochen, aber irgendwie habe ich den dritten trotzdem hier, damit die Reihe halt vollständig ist, muss ich irgendwann mal, wenn ich da einen Kopf für habe, weiterlesen. Dann steht hier ein kleiner Lara Croft Funko, der da einfach nur steht, weil, keine Ahnung, ich sonst irgendwie nicht weiß, wo er stehen soll. Dann haben wir hier Bücher von Chris Kofer, The Land of Stories, auch eine richtig coole Reihe. Eleanor and Park, also hier kommen jetzt einfach so ein paar englische Jugendbücher, von denen ich auch die meisten schon gelesen habe. The Perks of Being a Wallflower finde ich ganz großartig. John Green natürlich auch immer lesenswert. David Levithan mit Everyday, auch eines meiner Highlight-Bücher, dann den zweiten Teil davon, dann nochmal was von Chris Kofer und All the Bright Places, auch ein tolles Buch, Holes, auch super, also hier einfach so ein paar weitere Jugendbücher im Taschenbuchformat, genau. Und hier hängt übrigens so ein Harry Potter-Schild, aber da kommen wir gleich zu. Hier geht es dann weiter mit einigen Jugendbüchern, von denen auch einige noch ungelesen sind. Das sind Bücher, die einfach irgendwie woanders nicht so richtig reingepasst haben. Hier seht ihr die anderen beiden Teile von Der Übergang, wo ja oben der dritte Teil von stand. Dann haben wir hier die Mistborn-Trilogie, die ich auch noch nicht gelesen habe. The Name of the Wind habe ich auch noch nicht gelesen. Also ich glaube, hier stecken potenziell noch so ein paar Highlights drin in diesem Regal. Aber so ein paar gute Bücher sind hier auch, wie zum Beispiel Der Nachtzirkus fand ich super, Der Junge im gestreiften Pyjama fand ich super, Narnia fand ich natürlich auch super. Also ja, hier so ein paar Jugendbücher. Und weiter unten, da haben wir ja wieder ein paar Hardcover. So zum einen die Selection-Reihe, die ich auch tatsächlich ganz gut finde, die so ein bisschen so ein Guilty Pleasure von mir ist. Dann Elias und Laia, auch eine absolut großartige Reihe. Children of Blood and Bone, wieder eine großartige Reihe. Von Tahereh Mafi, da habe ich bisher nur den ersten Band von gelesen, aber konnte die anderen beiden mal günstig schnappen. Dementsprechend stehen die hier alle drinne. Und Young Elites, davon habe ich auch bisher nur den ersten Band gelesen. Aber wie gesagt, auch hier Jugendbuch, Hardcover. Und wenn man noch ein weiter nach unten geht, da haben wir teilweise Hardcover, teilweise Taschenbücher, eben einfach welche, die irgendwie so die gleiche Höhe haben. Da ist zum einen Spook, das ist für mich ja wirklich eine sehr unterbewertete Reihe, die ich in meiner Kindheit gelesen habe, die ich sehr feier. Auch Silberschwingen war wirklich ein gutes, gutes Buch, da muss ich unbedingt den zweiten Teil mir mal von zulegen, merke ich gerade. Dann habe ich hier einige Bücher von Dia Katrina stehen, die ich ja persönlich sehr gerne mag. Das gleiche gilt für Kerstin Rukik, vor allen Dingen Was geschah mit Femkes Dane, ein absolutes Highlight-Buch. Dann haben wir hier die Grisha-Trilogie, wovon ich die ersten zwei Teile gelesen habe. Dann mein Red Rising-Schrein, könnte man sagen. Also, ne, ihr wisst, ich bin Red Rising-Fan der ersten Stunde, ich liebe diese Reihe. Und ich liebe es auch, wie diese Bücher hier im Regal aussehen. Obwohl die letzten drei, respektive die letzten zwei Bände, im Crosscult Verlag rauskamen und trotzdem genauso aussehen wie die aus dem Heine Verlag. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Da hat man an den Konsumenten gedacht mal. Ein Regalbrett weiter unten sieht es dann wieder so ein bisschen wüster aus, weil diese Bücher irgendwie alle unterschiedliche Formate haben. Das sind zum einen, ja, das sind eigentlich Fantasy-Bücher. Eigentlich ist dieses Regal hier zumindest bis zu Game of Thrones dem Fantasy-Genre gewidmet. Hier haben wir auch so ein paar Game of Thrones-Funkos stehen. Herr der Ringe, so die Klassiker, ne? Das steht hier alles. Und dann gibt es so ein bisschen historischere Romane in Form von Ken Follett und Dan Simmons. Dann haben wir hier noch Sailor Moon-Mangas. Also ihr seht, dieses Regalbrett ist sehr, sehr bunt gemischt. Und hier haben wir so eine kleine Lesezeichensammlung, die ich einfach mal hier so stehen habe, weil ich da sonst irgendwie keinen Platz für hatte. Und wenn man dann ein weiter nach unten geht, dann sind wir ja ganz unten angelangt, von diesem Regal zumindest. Und das ist so ein bisschen meine pseudo-intelligente Ecke,
könnte man sagen. Das bedeutet, hier ist alles voll mit Sachbüchern. Hier ganz vorne sind sehr viele Schreibratgeber. Meine Kamera fokussiert nicht super. Hier sind einige Schreibratgeber, die ich auch zum großen Teil schon gelesen habe. Dann haben wir den Kreativitätsratgeber von Melanie Rabe, den ich ganz großartig fand. Dann kommen hier so ein paar Klassiker, wie zum Beispiel Charles Dickens, Schullektüre in Form von Maria Galotti und sowas. The Great Gatsby steht hier, Günter Grass steht hier, To Kill a Mockingbird steht hier. Es tut mir leid, die Kamera fokussiert wirklich nicht so gut. Brave New World, 1984, was auf jeden Fall auch ein Highlight-Buch für mich ist. Dann kommen hier so ein paar Sachbücher, die ich gelesen habe, wie zum Beispiel über das Verschwinden von Madeleine McCann. Frank Thelen, seine Biografie auch signiert. Ich habe auch mit ihm mal ein Interview geführt, das verlinke ich euch auch hier oben. Dann was über den App Store, dann Orange is the New Black, was ich aber noch nicht gelesen habe. 127 Hours, hier steht noch das Grundgesetz irgendwie. Und hier der neue Obama, den ich auch sehr, sehr gut fand. Also hier sind tatsächlich so ein bisschen Bücher, die ich mir irgendwie hinstellen würde, wenn ich behaupten möchte, dass ich intelligent bin. So, das zweite Regal wird hier oben eingeleitet durch dieses wunderschöne Hamilton-Buch. Ich liebe ja dieses Musical. Und durch die Grimms Märchen, die stehen hier oben einfach so ein bisschen drauf. Und dann, wenn man mal in dieses Regal reingeht, sieht man hier zum einen die komplette Jeffrey Archer-Reihe, wovon ich aber bisher nur die ersten zwei gelesen habe. Und die restlichen stehen hier eigentlich, weil meine Mom sie gelesen hat. Dann haben wir Ken Follett, die ich alle noch nicht gelesen habe, einfach nur günstig geschossen habe. Dann haben wir Andreas Eschbach mit NSA, ein großartiges Buch. Und dann hier noch so ein paar Subbücher. Englische Bücher, die Underground Railroad habe ich aber gelesen, fand ich ganz okay. Ja, das sind so die Bücher, die hier stehen. Ein Regal weiter unten geht es dann weiter mit diesem historischen Touch. Hier haben wir zum einen die komplette Outlander-Reihe, die ich auch bisher nur die ersten zwei Bände gelesen habe, aber der Rest wieder von meiner Mom gelesen wurde. Also ihr kennt ein Muster, ich habe hier teilweise Bücher drin stehen, weil meine Mom sie einfach gerne gelesen hat. Und dann habe ich hier zwei Outlander Funkos, die auch so ein bisschen mein großer Stolz sind, weil das sehr, sehr seltene Figuren sind. Also da bin ich auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich die hier drin stehen habe. Dann habe ich auch die Neuauflage von Outlander Teil 2, weil ich die einfach schöner finde als diese alten hier und ein bisschen Angst habe, dass die nicht weitergeführt werden. Ja, dann haben wir hier ein Highlight, alles Licht, das wir nicht sehen. Dann, ja, hier noch ein Subbuch und dann After the Fire, auch ein großartiges Buch. Das hier ist also so ein bisschen so eine leicht historisch angehauchte Ecke, könnte man sagen. Dann kommt mein kompletter Harry Potter Schrein. Die habe ich natürlich alle gelesen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Brauche ich, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Dann gibt es hier noch so eine Karte, also so ein bisschen Merch habe ich hier auch drin stehen und dahinter verbergen sich dann noch weitere Bücher von J.K. Rowling in Form von dem Drehbuch von Fantastische Tierwesen und der Ickerbock, ihr neuestes Buch und Quidditch im Wandel der Zeit. Also das ist auf jeden Fall so ein kleiner Harry Potter Schrein, da fehlen mir auf jeden Fall auch noch einige Funkos, das könnte man irgendwann nochmal erweitern und deswegen steht hier zum Beispiel auch dieses schöne Harry Potter Schild. Unter dem Harry Potter Regal geht es dann weiter, hauptsächlich mit Science Fiction, könnte man sagen. Beziehungsweise es wird auch so ein bisschen Horror-Thriller-artig, aber ich glaube, ich würde am ehesten hier Science Fiction nennen als vorherrschendes Thema. Zum einen die Giants-Reihe, eine tolle Trilogie. Andy Weir habe ich noch nicht gelesen. Die Gabe fand ich super. Der Zeitenläufer fand ich super. Die drei Sonnen habe ich noch nicht gelesen. Schwerelos war leider nix. Werde ich auch demnächst aussortieren. Dann Die Berufene, ein ganz großartiges Buch von Mats Strandberg. Bücher fand ich auch beide sehr gut eigentlich. Dann Spaceman fand ich gut. Feindesland habe ich noch nicht gelesen. Das ist der zweite Teil davon. Locked In noch nicht gelesen. Und alles, was hier noch steht, auch nicht gelesen. Aber eben alles Science Fiction und alles, Gott sei Dank, in so einem ähnlichen Format. Im Regalbrett weiter drunter geht es erstmal weiter mit so einem Thriller-Sci-Fi-Horror-Gedönse.
was ich aber zum Großteil noch nicht gelesen habe. Blackout habe ich wohl gelesen, fand ich auch ganz gut. Der Fluss fand ich auch ganz gut. Und dann geht es in so eine Richtung, die so ein kleines bisschen literarischer ist. Wir haben hier zum einen Margaret Atwood, dann hier ein relativ neues Buch in meinem Regal, Donnertat. Und dann geht es hier so ein bisschen zu Haruki Murakami über im Endeffekt, von dem ich auch bisher so ein bisschen was gelesen habe. Aber zum Großteil ist das hier tatsächlich noch ungelesen. Aber das sind alles Bücher, die ich immer irgendwie lese, wenn ich gerade Bock drauf habe. Also die möchte ich alle eigentlich nicht missen in meinem Regal. Dann geht es zum größten Teil weiter mit so ein bisschen literarischeren Sachen. Zum einen hier Die letzten Tage der Nacht fand ich super. Seht, was ich getan habe, fand ich gut. Winklers Traum vom Wasser fand ich auch ganz gut. Joel Dicker war okay. Kill the Rich noch nicht gelesen, Die Geisha noch nicht gelesen, das noch nicht gelesen. I Saw a Man fand ich richtig gut im Nachgang. Company Town noch nicht gelesen. Dann haben wir hier Margaret Atwood mit ihrer Die Report der Marktreihe. Beides ganz, ganz großartige Bücher. Und dann kommen hier so ein paar Subbücher auf jeden Fall, wobei ich davon auch schon Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle gelesen und geliebt habe. Wirklich ein ganz, ganz großartiges Zeitreisebuch. Alles Hardcover, die hier so stehen und die quasi so ein bisschen in eine literarische Richtung nach wie vor gehen. Es geht weiter mit der Literatur. Hier auch zum größten Teil Subbücher, würde ich sagen. Dann ein absolutes Highlight in Form von Ein wenig Leben. Habe ich natürlich auch ein eigenes Video zu gemacht. Habe ich schon zu Tode besprochen hier auf meinem Kanal. Dann das andere Buch von Hanya Yanagihara. Und dann noch so ein paar weitere Bücher, die so ein bisschen in eine literarische Richtung gehen, die eigentlich Romane sind. Die Unsterblichen fand ich super. Als die Welt stehen blieb, fand ich ganz, ganz scheußlich. Werde ich demnächst mal aussortieren. Dann haben wir Tages Würger, Justins Heimkehr, auch ein tolles Buch. Wadu, dann wiederum ein richtiges beschissenes Buch, was ich auch aussortieren werde. Also hier einfach wieder Hardcover und Taschenbücher, die so ein bisschen in eine literarischere Romanrichtung gehen. So, dann hier unten kommen wir in eine Spannung- und Thriller-Richtung. Das wird sie jetzt auch durch den Rest meines Regales ziehen. Zum einen haben wir hier einiges von Arno Strobel, was ich aber noch nicht gelesen habe. Dann haben wir ein paar Richard Laymans, wovon ich erst einen einzigen, glaube ich, gelesen habe. Dann haben wir Agatha Christie, von der ich Mord im Orient Express schon gelesen habe. Und dann haben wir hier Bücher von Ethan Cross, die diesen unfassbar geilen Buchschnitt haben. Deswegen sind das die einzigen Bücher in meinem Regal, die so stehen und nicht mit dem Buchrücken. Davon habe ich die ersten zwei bisher gelesen und meine Mom liebt sie, deswegen stehen sie hier. Genau, also hier geht es in so eine Thriller-Richtung. Wenn man weiter nach unten geht, dann sieht man das, dass sich das weiterführt. Da haben wir zum einen auch von Stieg Larsson die drei Bücher, die alle großartig sind. Wir haben John Katzenbach, wir haben Simon Beckett. Wir haben einfach so eine relativ wüste Auswahl von Thrillern. Hier weiter rechts dann auch von Sharon Bolton, die für mich ja so ein bisschen die Königin des Thrills irgendwie ist. Und einige ungelesene Bücher stehen hier auch noch. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer die ungelesenen Bücher und die, die mir jetzt nicht so viel bedeuten, weiter nach unten packe. ja, das, wie gesagt, leitet so ein bisschen meine Thriller-Richtung ein, wenn man denn die Regale so sieht, dass sie quasi unten enden und dann rechts oben wieder weitergehen. Wir sind beim dritten und letzten Regal angekommen, wo ganz oben zum einen das Buch von J.J. Abrams thront, und zum anderen das Buch von Lea Michele, die ich ja nach wie vor vergöttere. Und wenn man dann weiter nach unten geht, dann sieht man aber, dass es hier hauptsächlich um Crime und Stephen King und Thriller und all sowas geht. Wir haben hier oben zum einen die ganzen Crime-Romane von J.K. Rowling, die ich absolut liebe. Und dann geht eigentlich der komplette Stephen King-Schrein los. Wir haben hier ein paar englische Stephen Kings, wovon ich die meisten auch schon gelesen habe. Sprich Revival, Dr. Sleep, Sleeping Beauty, die ganze Mr. Mercedes-Reihe inklusive der Outsider. Seine neueste Novellensammlung und die englische Ausgabe von S, alles schon gelesen. Und ja, das läutet so ein bisschen meine Stephen King-Sammlung ein, die jetzt hier unten weitergeht.
So, hier haben wir dann zunächst einige Hardcover Stephen Kings, eingeleitet durch die Dunkle Turm-Reihe in dieser unfassbar schönen Metallic-Ausgabe, die auch sehr selten ist, die schwer zu bekommen ist. Deswegen bin ich sehr stolz, dass ich sie fast komplett habe. Es fehlt nur noch Glas in dieser Ausgabe. Und 3 ist hier gerade nicht drin, weil ich das gerade lese. Dementsprechend könnt ihr euch denken, ich habe schwarz gelesen und die anderen sind hier alle noch ungelesen. Atlantis habe ich auch noch nicht gelesen, Puls fand ich ganz gut, Wahn habe ich tatsächlich abgebrochen. Die Arena war super, Joyland muss ich mal rereaden, der Anschlag war großartig, Bazar der bösen Träume war gut. Das Institut wäre so mittelmäßig und dann habe ich hier noch Elevation stehen und ein Kompendium sozusagen zu Stephen King aus dem Fester Verlag. Und das hier ist ja so ein bisschen mein Lieblingsregal in diesem ganzen Bookshelf, weil es einfach so geil aussieht, wenn man diese 9 Heine-Taschenbuchausgaben von Stephen King nebeneinander stehen hat. Hier habe ich natürlich jetzt auch versucht, die irgendwie in so einem Regenbogen anzuordnen. Ich war kurz davor, sie chronologisch anzuordnen, also nach Erscheinungsdatum, aber irgendwie finde ich, sieht es so einfach schöner aus. Da haben wir zum einen The Green Mile, ganz großartig, Das Leben und das Schreiben, super, Das Monster noch nicht gelesen, Friedhof der Kuscheltiere, super. Oh, da könnte ich jetzt ewig drüber reden, über diese Bücher hier. Ich habe da einige noch nicht von gelesen, was ich ganz großartig finde, weil das bedeutet, dass ich noch richtig viele Kings auf dem Sub habe. Aber so ein paar Highlights sind zum Beispiel The Stand, Das Spiel, Cujo, Duddits, alles großartige Bücher. Also wirklich ganz, ganz großes Buchkino. Passend zum Stephen King Regal habe ich dann hier 2 Funkos stehen und eben weitere Stephen Kings, wie zum Beispiel natürlich S, mein absolutes Lieblingsbuch, Sie, Brennen muss Salem, ganz großartige Bücher. Hier haben wir dann diese Taschenbuchausgabe von Glas, die, ja, das bin übrigens ich spiegel mich gerade, hi. Glas in der Taschenbuchausgabe, weil ich das halt als gebundene Ausgabe einfach nicht kriege. Und dann hier noch so ein paar Taschenbücher, die optisch einfach sonst nicht dazu gepasst haben, wie zum Beispiel Carrie oder Shining oder Flug und Angst oder Amok. Auch alles großartige Bücher und das war dementsprechend meine komplette Stephen King Sammlung. Also die ist, wie gesagt, mittlerweile 4 Regalbretter groß und das finde ich wirklich großartig und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ich besitze trotzdem immer noch lange nicht alle Bücher von ihm. Das ist tatsächlich ein Unding, wie ich finde. Hier habe ich dann versucht, einen fließenden Übergang zu schaffen, indem ich die Bücher von Joe Hill an den Anfang stelle, der ja immerhin der Sohn von Stephen King ist. Und dann kommen so ein paar weitere Thriller- bzw. Horrorbücher, von denen ich auch die meisten noch gar nicht gelesen habe, ehrlich gesagt. Tatsächlich habe ich keins davon bisher gelesen, außer Jigsaw Man, was hier ganz rechts steht, was richtig schlecht war. ja, einfach noch so ein paar Taschenbuch-Subbücher. Und hier kann man zum Beispiel auch sehen, dass ich jetzt versucht habe, das nach Verlag zu sortieren. Einfach weil ich finde, dass das richtig cool aussieht, wenn dieses prägnante Verlagslogo immer in einer Reihe zu sehen ist. Hier ist dann mein Fitzek-Schrein, wo wirklich ausschließlich Bücher von Sebastian Fitzek stehen oder jene, an denen er mitgewirkt hat, wie zum Beispiel Auris. Da habe ich auch die allermeisten schon von gelesen. Ungelesen sind noch Das Kind, Der Augenjäger, Der Seelenbrecher, Splitter, Der Nachtwandler. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das waren alle Ungelesenen. Alle anderen habe ich gelesen. Sie haben sehr schwankende Qualität, da muss man sich nichts vormachen. Aber sie sind eben auch alle sehr unterhaltsam. Und hier haben wir dann noch weitere deutsche Autoren, die einfach da mit drin stehen, wie zum Beispiel Frank Schätzing oder Lars Kepler. Moment, ist Lars Kepler überhaupt ein deutscher Autor? Ich weiß es nicht. Aber es passt da irgendwie gut rein, deswegen steht er auch hier. Also ein Fitzek-Regal, das ich auch sehr schön finde eigentlich. Dann haben wir hier broschierte Thriller, so könnte man es sagen. Alle irgendwie auf der gleichen Höhe wieder, was ich ja sehr schön finde und davon, glaube ich, auch viele schon gelesen. Die komplette Reihe von Ragnar Jonasson fand ich großartig, die Bücher von Melanie Rabe finde ich großartig. Auch hier habe ich wieder darauf geachtet, dass die Verlage sozusagen nebeneinander stehen, weil ich dieses BTB irgendwie cool finde, wenn man das so im Regal stehen hat. Dann wieder Bücher, die meine Mom gelesen hat, ich aber noch nicht.
Dann The Wife Between Us und Die Frau ohne Namen fand ich beide super. Dann die Bücher von Gillian Flynn, die ich großartig finde. The Woman in the Window fand ich auch gut. Carolyn Kepnes finde ich auch super. Also das hier sind auch zum größten Teil dann so Domestic Thriller im weitesten Sinne. Und das werdet ihr auch gleich weiter unten sehen, dass ich davon noch einige mehr habe. Hier haben wir dann die Bücher von Dan Brown, die ich ja auch vergöttere. Habe ich alle gelesen, alle gefeiert. Das Buch von Bill Clinton und James Patterson habe ich noch nicht gelesen. Dann haben wir die Nachfolgeromane der Millennium-Reihe, auch gute Bücher. Dann Der unsichtbare Freund von Stephen Sposky, auch ein absolutes Highlight. Und noch so ein paar Subbücher, zum Beispiel wieder von Joe Hill, der eigentlich weiter nach oben gehört, weil er der Sohn von Stephen King ist. Aber das ist halt mein einziges gebundenes Buch von ihm. The Struggle is Real. Dann wieder Bücher von meiner Mom in Form von Romy Völk. Aber hier halt weiterhin Thriller und Spannungsromane, die Hardcover sind. Und nun sind wir beim letzten Regalbrett angekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier haben wir wieder broschierte Thriller bzw. Taschenbücher, die alle so irgendwie auf einer Höhe sind. Da sind auch zwei Hardcover, die sich da noch verstecken. Davon sind auch einige noch ungelesen. Gelesen habe ich aber die beiden Bücher von Peter Swanson, die beide ganz gut waren. Sharon Bolton, Er liebt sie nicht, fand ich großartig. Dann hier so ein paar Subbücher. The Ending war großartig. The Dry war so mittelmäßig. Und dann hier wieder ganz viele Subbücher. Und das Ende von meinem Regal haben wir in Form von den Büchern von Romy Hausmann, die auch beide richtig gut sind und die auch signiert sind. Und deswegen sind die auch ganz tief irgendwie in meinem Herzen drin. Und deswegen finde ich, ist das irgendwie ein guter Abschluss von meinem Bücherregal. So, meine lieben Leute, das war mein Bücherregal Stand Ende 2020. Es verändert sich natürlich stetig, aber so ist der Stand und ich wollte euch jetzt dieses Video einfach endlich abgedreht haben und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und den Erwartungen sozusagen auch gerecht geworden ist. Jetzt sage ich erstmal wieder danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und tschüss.